Hallo zusammen, willkommen zurück zu City Skylines und weiter geht's in meiner Stadt. Oh, ich sehe gerade, warum soll ich denn Schutzräume bauen? Katastrophen sind doch aus, aber es brennt hier immer die ganze Zeit. Vor allem sehr, sehr geil, gerade hier die Autobahnabfahrt, wenn man hier über die Feuerschluchten fahren muss. Sehr, sehr cool. So, da fährt man so rum und dann fährt man so rum. Muss dann nicht halt beeilen, damit man nicht erstickt im Auto. Aber läuft auf jeden Fall. Feuerwehr und so ist am Start und löscht das Ganze. Und wir haben ja letztes Mal das hier gebaut. Und das finde ich eigentlich ganz nice, weil das Ganze rauskommt und wieder reingeht. Unterirdisch. Wasserpumpen haben wir hier hingesetzt, damit das hier verdreckt werden kann und nicht hier unser schöner See. Der See generiert sich gerade wieder ein bisschen. Regeneriert sich gerade ein bisschen. Und ich musste eine Müllverbrennungsanlage erstmal bauen, damit hier der ganze Müll quasi mal verbrannt wird aus den ganzen Anlagen, damit wir auch die Sachen hier mal wegbekommen. Ich glaube, das machen wir auch mal leer. Guck mal, 88% voll, das ist auch super voll schon. Warte mal, zumachen und weiter geht's an der Stelle. So, manche haben sich gewünscht, hier so ein Bürogebäude drauf oder aber auch, Bürogebäude wäre allerdings cool, oder? Wobei, wenn man so hoch guckt, wären da auch ein paar Wolkenkratzer gut aus dem Wohngebiet. Aber irgendwie, weiß ich doch, ne, ich weiß noch nicht, was ich da hin, ich würde fast schon sagen, wir machen jetzt hier mal einen Kreisverkehr hin. Oder dahin. Also man kann auf jeden Fall ein Wohngebiet reinmachen oder so, aber irgendwas Cooles auf jeden Fall und nicht so 0815 Scheiß. So. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob ich hier nach nochmal eine neue Stadt anfangen soll oder ob wir das dann dabei belassen sollen oder ob wir dann den Kreisverkehr ist falsch rum. Dann mal was anderes spielen, wie das mit dem Freizeitpark oder Anno hatte ich ja mal angesprochen. Warum ist das denn so eilig jetzt? Hä? Weg mit dem Ei. Ich glaube, das ist, weil ich falsch umgebaut habe. Neues Gebiet verfügbar. Jetzt gib mich auf den Sack. So. Immer dieses Spiel. Warte. Boah, ey. Boah. Warte, voll die Idee jetzt. Pass auf. Wir machen jetzt hier einen geilen... Ah, ich glaube, weil das hier alles an ist. Okay, ne. Eigentlich dachte ich, das wäre aus. Wir machen jetzt hier einen richtig geilen Kreisverkehr hin. Pass auf. Schon wieder falsch rum. Warum fange ich denn immer falsch rum an? Und der ist wieder wie so ein Ei geformt. Aber egal, jetzt läuft's. Von Weitem weg ist der rund. Aber der ist halt noch falsch rum. Neues Gebiet, ja. Neues Gebiet, ich weiß. Warum weiß das Spiel nicht, dass ich das schon mal gespielt habe? Reg so voll auf. Reg so voll künstlich auf. Wäre jetzt hier ein Pulsmesser dran, wird's keiner checken. Ah, der wäre da ganz weit unten. So rum wird's keiner checken, wäre falsch. Was ich auch lustig fand, ich habe ja mal The Evil Within mit Pulssensor aufgenommen. Und alle so, hör auf so viel zu cutten. Man sieht die Story oder man weiß gar nicht mehr oder das Doofing der Story. Aber eigentlich wollte ich doch nur den Pulssensor zeigen. Keiner hat's verstanden. Und ich so, kaufen Sie ein neues Land? Ja, ich weiß. Oh Mann, ey. Lass mich dort erstmal weiter Straßen bauen. Ihr seht schon, neue Stadt heißt neue Straßen. Freue mich immer besonders drauf. Weil die meisten finden Straßen doof. Obwohl das ein Stadtaufbausimulationsspiel ist. Denke ich mir mal so, ja, was soll ich denn sonst bauen? Was soll ich denn sonst bauen, hä? Außer Straßen, was ist denn los? Oh, warte mal, ist ja voll cool. Ja, das ist doch mal schön. Und jetzt machen wir... unterirdisch, aber dann machen wir jetzt erstmal. Das Spiel ist so unterirdisch, ne? Das ist so unterirdisch. Na Quatsch. Fällt gerade auf, da ist irgendwie einer falsch rum dran, ne? Weil ich mich gerade gewundert habe, was denn da los ist. So, ja, rein, raus. So, ja, das ist super geil. Da fahren wir jetzt mal hin, pass auf. Ne, andersrum, wir fahren jetzt von da aus hier hin. Aber unterirdisch. Das hätte ich aber bei der anderen Stadt auch viel öfter machen sollen. Wurde mir auch ganz oft geschrieben, habe ich natürlich nicht drauf gehört. Weil ich voll der geile Typ bin. Ne, Quatsch. Oh Mann. Kommentarstil geht gerade nach unten. Und, ich weiß nicht, ob man das hören kann, die Nase ist immer noch leicht zu, aber es läuft nicht mehr so viel Rotze raus, wenn ich das so mal mit Verlaub sagen darf. Also ist alles cool jetzt. Du bist cool. Everybody be cool. Warte mal, ist das so richtig? So. Ja, ist das nicht 100, aber ist so 50% geil. So, unterirdisch jetzt nach hier.
Und unterirdisch ist natürlich auch das Auge mit. Warum fahren wir denn da raus? Ich möchte immer ganz knapp rausfahren hier. Guck. So. Alle denken sich so, oh. Woher hat der nur das Shirt? Ah, ne, Facecam ist ja aus. Oh Mann. Hä? Ja. Aber. Oder man fängt einfach parallel hierzu noch was an. Ist mir doch egal. Ich meine, das kommt eh alle zwei Tage. Dann kann man den anderen Tag dazwischen halt noch so ein bisschen Aufbau machen. Dann ist das so der Aufbaustrategie-Slot. You know what I mean, man? So, warte mal. Ich habe letztes Mal geguckt, ich habe, ich glaube, 90% Männer und 10% Frauen. Hallo, Frauen. So, wollte ich nur mal gesagt haben, ich weiß nicht, ob das relevant war, ich glaube nicht. Man hätte es ein bisschen eher unterirdisch machen können, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht schon hier. Und nicht erst um eine Ecke fahren und dann unterirdisch. Aber hier kann man natürlich eine große Straße durchbauen. Um dann da hinzukommen, wo man hin möchte. So, warte mal, hier ist der Kreisverkehr. Das heißt, wir bauen jetzt vom Kreisverkehr aus mal eine sexy Straße in Richtung Industriegebiet. Und alle denken sich so, welches Industriegebiet? Das natürlich noch nicht da ist, aber jetzt hier hinkommt. Nämlich so. Wobei, ich glaube, ich mache aus dem Industriegebiet auch natürlich wieder eine Auf- und Abfahrt. Was, glaube ich, viel cooler ist an der Stelle. Und diese dicke Straße ist dann der Hauptzugang zu dem Industriegebiet. So, dann kann man hier diese kleinen Straßen bauen. Also die ganz normalen. Jetzt machen wir, ah, da ist der an, okay. Meine nasale Stimme heißt euch herzlich willkommen. Ist sie überhaupt so nasal oder meine ich das nur? Oder sagt man so, ah, nicht mehr als sonst, Digga? Also ich weiß es ganz ehrlich nicht. Hallo? Hallo? Ah, jetzt geht. So, und jetzt sollte ich gleich mal aufhören, Industriegebiet zu bauen, weil das wird, glaube ich, schon vom Verkehr her zu voll hier an der Stelle. Aber es macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen was her. Ein bisschen, oder? Komm, ein bisschen. Bisschen ist gut. Wobei, wenn ich jetzt hier so sehe, wenn ich das Ganze miteinander verbinden würde, wäre es irgendwie scheiße. Warte. Das ist aber, glaube ich, bergab hier die Ecke, weil, geht alles so nach unten, theoretisch. Also so halb nach unten. Halb nach unten. Hey Mann, du hast in deiner Städtesimulation nur Straßen gebaut in der Folge. Ja klar. Okay, ein bisschen schräg ist es jetzt schon. Bisschen, ey. Ey, gibt es keine Ando-Taste, jetzt will ich das andere wieder haben. Obwohl, geht. Geht. So. Machen wir hier noch einen schrägen dran. Obwohl, ne, hier machen wir gerade. Ich mach doch nicht überall schräg. Bin ich bescheuert? Zumindest hier und da. Mehr braucht man nicht an Schrägen. Da kann man, wie gesagt, erstmal das Industriegebiet hinmachen. Da muss noch Strom hin. Ah ja, ich habe übrigens ein paar irgendwie ein bisschen weiterlaufen lassen, das Spiel. Ich habe ein bisschen mehr Geld auf einmal. Aber nichtsdestotrotz läuft's. Dann machen wir das mal hier lang. So, wenn jetzt hier etwas entsteht. Oh, warte mal, ich lasse jetzt einfach weiterlaufen. Aber wenn jetzt hier Industriegebiet hinkommt, dann läuft's ja eigentlich sofort. So, Feuerwehr. Und Polizei daneben. So, super gut. Ah ja, warte mal, ich wollte ganz gerne noch die Region markieren, dass es halt auch Holz wird. Ähnlich wie das Eichelviertel. Aber warte mal. Oh, können wir so machen? Pass auf. Warte. Nochmal weg. Mach nochmal neu, pass auf. Fahren jetzt hier so ganz knapp rüber. Dann geht das Eichelviertel hier weiter. Voll gut. Das Eichel... Obwohl, Eichelviertel wäre eigentlich geiler, ne? Wo ist denn jetzt der Name? Hier. Eichel. Weil es ist ja ein Naturgebiet und vielleicht... sind ja ganz viele Eicheln.
So, die beiden Gebäude sind stehen. Die haben natürlich keinen Strom gerade. Ich mach dann noch vielleicht nochmal so, warte. Ich mach da nochmal so, warte mal, laufen tut es jetzt. Die wollten ja hauptsächlich Industry. Und die können sogar drehen, sehe ich gar nicht. Abfahren, einmal drehen, wieder hinfahren. Oh, Wasser fehlt. Water fehlt. Da machen wir natürlich Folgendes. Und zwar verbinden wir dieses Heizkraftzeug mit den anderen. Ich weiß, es ist teuer. Aber da spart man unglaublich viel Strom. Ich meine, bei meiner alten Karte, wie gesagt, hat es sich nicht gelohnt. Hier lohnt es sich schon. Weil hier halt kälter ist, deswegen lohnt es sich hier. Warte, kann er mal bauen? Ah, jetzt. Kann er einfach mal bauen, bitte? Und hier ist Efficiency noch wichtiger, dass das alles sehr, sehr knapp beisammen ist, nah dran ist. Und das letzte Ding kommt dann hier hin. Dann haben wir zumindest alle mal abgedeckt und können jetzt hier auch ein paar Wohngebiete nachher noch hinbauen. Obwohl, Wohngebiete sind ja noch gar nicht gefragt. Momentan wird nicht nur Industrie. Holzindustrie. Hier sind keine Bäume, sehe ich gerade. Wobei ich muss sagen, da wo Bäume sind, also wo relativ viele Bäume sind, sollte man aber auch mal ein Feuerwehr-Flug-Hubschrauber-Depot machen. Damit es halt läuft, ne? Kleiner, weißt du, kleiner Park vor das Riesending. Vor das Riesending. Können wir hier vielleicht. Ja, ein Park so. Ja, ist ja egal. Also manchmal finde ich halt so ein Park unpassend in so ein Gebiet. Aber was soll man machen? Oder hier an der Autobahn, das ist natürlich auch sehr, sehr sinnig. Hier fahren die mit 100.000 her und dann da gehen sie dann unter. So, warte mal. Elektro, perfekt. Guckt euch das an. Die haben sich schon alle miteinander verbunden, weil die sich so gut kennen wahrscheinlich. Dann brauchen wir noch ein paar Bäumchen. Da haben wir natürlich unseren Tree Brush. Alle Mods, die ich verwende, in der Videobeschreibung. Also nicht als Link, aber als Name, damit solltet ihr, sofern ihr das spielen wollt, die auch alle finden können. So. Und wir pinseln jetzt mal hier alles rum. Ich mache jetzt so Gebiet nach Gebiet am besten mal. So. Und hier hätte ich, wie gesagt, ganz gerne noch irgendwie eine Auffahrt oder sowas, damit die Leute aus dem Industriegebiet relativ fix auf die Autobahn kommen. Ich weiß noch nicht, ob runter, ob das Sinn macht, ob die auch runterfahren sollten, aber dann fahren nachher alle hierher. Wobei, das wäre jetzt auch nicht so das Schlimmste, ne, wenn man mal überlegt. So. Ja, aber nachher habe ich hier fett Stau drin. Ich kenne das. Dann kommen hier alle und dann ist hier fett Stau. So richtig fett Stau ist dann hier drin. Wohl Auffahrt geht auch hier. Daher mache ich die jetzt nicht hin, weil dann kommen die mit denen in Verzug. Ja, nicht Verzug, aber ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Oh, warte, ich habe die Idee. Oh yeah, warte, so. Autobahn, Auffahrt, right. Ich muss sagen, meine Straßen werden immer geiler. Je mehr ich spiele, desto geiler werden die Straßen. Warte. Ja, und wir haben ja Move drauf. Ich hoffe, das geht und stört das nicht ab. Oh, das geht noch gar nicht richtig. Lol. Doch, hier geht's. Da nicht. Okay, warte, ich fasse es nicht mehr an. Alles gut. Brauch vielleicht ein Update. Neues Add-on, neues Update. So, da können die Leute jetzt auffahren und sind dann direkt auf der Autobahn. Und falls das Stau ist, sehe ich es nicht. Sehr gut. Perfekt. Warte, warte, die können jetzt auffahren. Abfahren nicht unbedingt. Dann machen die halt immer einen relativ großen Bogen in das Gebiet. Könnte man aber auch genauso lösen,
Indem man. Boah, da habe ich ja voll Bock drauf gerade. Obwohl, kann man das so lösen? Ja, eigentlich schon, ne? Wenn ich jetzt hierher gehe. Nein, du bleibst unten. Und sage, pass auf, fahr mal hier so ab, so schön, so in 45 Grad. Nein, du bleibst. Jetzt will der sich da oben wieder anschließen. Der soll sich nicht anschließen, der ist blöd. So. Wow. Dann so. Und dann so wieder raus. Das ist immer mehr als geil. Boah, wie cool das ist. Einfach so in der Ecke kommt der raus. Da kommt schon einer raus. Wow. Und dann können wir direkt mal gucken, ist da eine Ampel in der Ecke? Natürlich ist da eine Ampel in der Ecke. Da haben natürlich die Vorfahrt hier aus, von der Autobahn. Ich habe sowieso hier relativ viele Ampeln deaktiviert in dem Gebiet. Also generell auf der Map. Ja, Kreisverkehr mit Ampeln ist nicht so ein geiler Kreisverkehr, wenn ich ehrlich bin. So, auf jeden Fall, der industrielle Bedarf ist gedeckt, wie man sehen kann im unteren Bildschirmrand. Oh, der Müllbedarf aber nicht. Oh, oh, aber, oh mein Gott. Da müssen wir, oh, da beschäftigst du dich mit einer Ecke, guckst in die andere und alles ist voll. Und denkst dir so, oh, okay, läuft. Müllverbrennungsanlage, Recyclingzentrum, Bürger von Abfall, so dass weniger Müll entsteht. Ja, hätte ich schon Bock drauf, so ein bisschen. Kostet nur 8000? Warum? Die haben aber auch Müllfahrzeuge, glaube ich, ne? Das heißt. Ja, müssen wir mal. Ich glaube, ich baue hier mal auch eins hin. Müll ist so voll das Megaproblem hier gerade. Fangen wir mal mit den neuen Gebieten an, mit Richtlinien, Recycling. Plastikrecycling. 100% rum kostet das Ganze. Okay, machen wir mal. So, da sind 15 Müllfahrzeuge und die da so ein bisschen basteln. Aber macht auf jeden Fall Sinn. Dann kann man natürlich irgendwo in der Ecke nochmal ganz viele Verbrennungsanlagen bauen. Muss man auch, sonst hat man echt ein Problem. So wie gerade zu sehen war, war hier echt viel Müll. Jetzt wird langsam wieder weniger. Oh Mann. Ah, stimmt, das Recyclingzentrum ist jetzt auch in dem neuen Ding. Und, ja, nice. Ja, nice. Wo sind all die Müllwagen? Niemand holt unseren Müll ab. Haben sich gerade welche beschwert, sorry. So. Wir hätten jetzt ganz gerne noch eine Hauptstraße nach da oben. Boah, das wäre aber ziemlich krass, wenn ich das jetzt machen würde. Machen wir das mal. Nämlich diese doppelspurige Straße. Ah, Ort bereits belegt. Ah, hier sind überall. Oh. Da sind überall diese krassen Dinger drin. Ganz kurze Pause machen. Dann kann man das dann ganz kurz weiterführen. Was ist das? Oh nein, das ist ein super geiles Kohlekraftwerk. Warum steht das eigentlich noch mitten im Wohngebiet? Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Voll so, echt so mittendrin. So, und dann kann man ab hier so eine kleine Rundung machen. So. Dann geht's den Berg hoch. In den Kreisverkehr rein. Hier. Nice. Muss ich immer so ein bisschen gucken, wie das Ganze aussieht. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So. Was haben wir. Oh, was waren das für Straßen? Asymmetrische dreispurige Straße. Warum? Achso, zwei in die eine in die andere. Monorail-Gleis auf zweispurige. Okay, das kennen wir, glaube ich, schon. Oder kennen wir das schon? Keine Ahnung. Ist das neu? Was, eine neue Straße? Ich weiß nicht.
So, da ich das ja gerade verschoben habe, verschieben wir das nochmal. Gönnt sich ja sonst nichts, machen wir das mal in die Ecke rein. Damit wir hier halt frei sind von... Da sieht man auch, das ist direkt verschmutzt worden. Ordentlich verschmutzt. Dann machen wir die Hauptstraße, mache ich mal natürlich Gewerbegebiet. So. Und vielleicht sogar dicht besiedelt. Ne, machen wir normales, gering besiedelt. Oh, ne, komm, wir nehmen dicht. Wir gucken mal, was da entsteht. So, bis hier vorne hin. Und Bürogebiete kann man natürlich auch noch schön bauen. Und hier oben auf dem Dach, oder auf dem Dach vor allen Dingen. Hier oben machen wir dann Wohngebiete hin. Da müssen wir allerdings gucken, wie wir das am besten noch verwurzeln. Also mit der Straße, die dann hinkommt. Ich glaube, hier oben ist ja uneben. Wenn man mal schaut. Warte mal. Ja, gucken wir mal, ob das aussieht. Also, ob da, ob man da gute Sachen hinbauen kann. Machen wir das mal bis hier. Und dann bis hier drauf. So. Und da, damit die Leute, die hier arbeiten, natürlich auch relativ schnell in ihr Industriegebiet können. Aber ich hoffe, da fahren keine LKWs durch. Obwohl, man kann ja auch sagen, passt auf, LKWs, ihr fahrt hier schon mal nicht mehr durch. Das wäre ja möglich. Jetzt kann man sagen, unterirdisch oder überirdisch. Mann, der Städtebau ist ja unterirdisch. So, und dann einfach hier vorne an die... An die super geile Straße hier runter. So, das war das Minimum, aber dann machen wir das Ganze auch unterirdisch ein bisschen runder. Okay. So ein bisschen steil da im Tunnel, aber okay. So. Das nenne ich mal ein wunderschönes neues Gebiet. Dicht besiedeltes Wohngebiet, ach Mann. Es ist alles so voll und jetzt immer so Treibgut ist das da oben wahrscheinlich nicht, aber wer weiß das schon. Ne, warte mal, dicht besiedeltes Wohngebiet. Eigentlich ganz geil, wenn man jetzt überlegt. Man wohnt hier oben, obwohl... Warte. Also geil ist es schon, wenn man da oben wohnen würde, aber in die Richtung, in der man guckt, ist nicht immer gut. Die machen wir ab hier, weil da hinten ist ja Autobahn. Weil wenn man hier wohnt, dann guckt man so schön in die Stadt rein. Wenn man da wohnt, guckt man so voll auf die Industriegebiete. Also wenn man jetzt so hier so wohnt. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber gut, Fresco City wird laufen und wird auch immer besser werden, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder im nächsten Part am Mittwoch um 17:30 Uhr. Haut rein und viel Spaß noch. Tschüss.